Ich begrüße euch total recht herzlich zur Star Wars Show. Projekt Star Wars A bis Z für Oldies. Für richtig Alte, die seit 42 Jahren Star Wars mögen, weil Star Wars involviert sind und Star Wars so sehen, wie ich es auch sehe. Als Spaß. Ja? Man gehört keiner Gruppe an. Man ist auch nicht so tief drin, dass man wirklich jeden zensiert, der nicht ordentlich Ahnung hat von Krieg der Sterne. So, das ist eine sogenannte Abschiedssendung von Krieg der Sterne Star Wars, weil ganz einfach, solche Schwerter gibt es wohl demnächst nicht mehr so von der Firma Hasbro, sondern von Edge. So etwas hier würde man dort nicht bekommen bei Galaxy Edge demnächst überall. Jetzt im Moment eröffnet in Florida, Orlando. Da ist jetzt das geöffnet. Man kann wunderbar sehen, wie man so ein Schwert selber herstellt. Im sogenannten Sword Realm, der Mystik. Man sucht sich einen Kristall aus, arbeitet sich das Lichtschwert selber zusammen. Wie heilig ist euch überlassen, ob ihr da spirituell da noch was beimacht. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist absolut Merchandise. Ja, also dort gibt es erstklassige T-Shirts zu kaufen, erstklassig verarbeitete Garderobe. Das ist ein Themenpark, wo man für sehr teures Geld in einer Kulisse gedanklich sich verschmelzen kann mit Krieg der Sterne, Star Wars. Mehr auch nicht. Man wird begrüßt von einer technisch hochwertigen Figur aus dem Bereich Star Wars, die da in einer sogenannten elektronischen Mechanik einen erzählt. Wenn man das einmal gesehen hat, hat man es gesehen, weil die Figur macht nur das, denn sie ist programmiert. Ob nun die immer nur diesen macht, und zwar die Hähnchen bzw. die Porks, wo man die essen kann. Es gibt verschiedene Speiseeinrichtungen, Cantinas genannt. Also für die Betuchten von euch, die Geld über haben und sich Star Wars sich richtig gönnen, denen ist es natürlich erlaubt, dahin zu fliegen, da einzukaufen, sich einzukleiden und dann dem Merch unterlegen. Also wirklich im Wahn des Kaufwahns von Krieg der Sterne involviert zu sein. So, meiner einer ist an sich vollkommen zufrieden mit diesem Spiel. Alles ist Spielzeug. Auch das, was in Edge verkauft wird, ist an sich ein Spielzeug und bleibt ein Spielzeug, nur gehobenes Spielzeug. Und zwar gibt es ja ganz viele Plüschtiere, also Plüschsachen. Es gibt selbst konstruierte Droiden, die ihr da selbst bauen könnt. Ihr könnt die Lichtschwerter selber bauen. Ihr könnt von einer einfachen Attraktion zur nächsten Attraktion. Die anderen Sachen, wo Loopings etc., wo Action ist, die kennt ihr ja schon. Der hat ja mit diesem Resort, mit diesem Themenpark nichts zu tun. Die sind so außen vor. Aber in diesem Themenpark ist an sich das Magnet der Falken. So, der Falke ist das Magnet und drumherum im Hangar sozusagen, der Falke ist in einem Hangar und in diesem Hangar ist die Kantine, das sogenannte Hotel, man kann ja auch dort übernachten. So, das Edge ist halt wie gesagt 100% Merch, 100% soll man da einkaufen, viel Spaß also für die Amerikaner, für die betuchten Amerikaner, für die Amerikaner, die sich wirklich mit Krieg der Sterne auseinandersetzen, die das halt mögen, die im Vorgarten oder selber mit so einem Vehikel, weil in Amerika ist es möglich. So, wir hier in Europa dürfen nicht, ja? Wir hier in Deutschland schon mal gar nicht. Das ist ja alles technisch vorgeschrieben. Keiner kann mit irgendeinem Star Wars Vehikel hier auffälligerweise durch unsere Straßen fahren. Ist nicht möglich. So, worum geht es in dieser Sendung? In dieser Sendung geht es, dass wir uns wirklich von dem Krieg der Sterne verabschieden, die wir mal hatten. Und in einen Krieg der Sterne Star Wars hineintauchen, was alles ist. So, und alles ist schön. Man muss sich halt da jetzt dran, man muss jetzt.
Man muss jetzt 42 Jahre seines Lebens mal in eine Star Wars Akte packen und eine neue Akte rausholen und mal Star Wars als Star Wars sehen. Ja? Die ganzen Sachen, die da verkörpert werden, die ganzen Universe, die ganzen Legends, jetzt heißt es ja Legends, das europäische Universum, was da erzeugt worden ist, wo keiner mehr durchsteigt, weil da Ultrepublik 1333, Krieg, ach alles mögliche, ihr wisst Bescheid. Wir bleiben jetzt bei Hollywood, wir bleiben jetzt bei den normalen Filmen. So, ich begrüße alle total und recht herzlich, die die Filme mögen. Die Filme mögen, wie die Filme sind. So, und die halt Krieg der Sterne, Schrägstrich, Star Wars, so mögen, wie Star Wars eigentlich ist. Ja, also noch einmal, ich persönlich, das habe ich ja mehr als einmal gesagt, mag Star Wars so wie Star Wars ist. Ich sehe da keinen Handlungsbedarf. Ich sehe da noch nicht mal, wenn mir etwas nicht gefällt, dann spreche ich halt nicht darüber. Oder wenn ich dann angesprochen werde, werde ich sagen, genau das mag ich nicht. Das waren halt die Ewoks-Karawanen, die beiden Teile. Kam ich halt nicht mit klar, weil ich zu dem Zeitpunkt also auch schon ein gewisses Alter hatte. Und ich halt mir über Star Wars, Krieg der Sterne, ein anderes Bild gemacht habe. So, heute habe ich das Bild und es bleibt auch so, dass er hier, dass Mark Hamill sauer ist, verstehe ich ja immer noch. Ich meine, er ist 66 Jahre alt und hat diese Rolle spielen müssen. So, wie ich erfahren habe, ob es stimmt, gehe ich davon aus, weil es Vanity Fair war, ist er also bei J.J. Abrams, und deswegen kam ich irgendwann mal darauf, dass er bei ACHO, diese ACHO, also auf diesem Michael Island, wo die gedreht haben, dass er das J.J. Abrams da nochmal gedreht hat. Wir werden sehen in Skywalkers Aufstieg, Episode 9, ob das irgendwie stimmt. Weil die Fotos waren da, also die haben da nochmal, als J.J. Abrams hat da genauso gedreht wie Johnson. Deswegen kam ich da ein bisschen durcheinander. Und sollte ich irgendwas nicht richtig aussprechen, müsste mich nicht gerade wieder beerdigen oder zu Sau machen. Jedenfalls könnt ihr euch von Anakin Skywalker, Luke Skywalker, ja, und von Leia Skywalker, Organa, Solo, verabschieden. Noch einmal, es ist Hollywood, es ist ein Märchen. Wir dürfen eintauchen. Ich finde es sehr nett, dass Fans sich gegenseitig fertig machen, plus minus. Dann ist nichts, dann ist was. Also vor 42 Jahren, erste Mal drin, Krieg der Sterne, mit der Hoffnung das Ganze. Zigmal gesehen in zig verschiedenen Versionen. Und heute, nach 42 Jahren, ist es halt vorbei mit dieser Geschichte. Ich kann jetzt also nichts Neues erfinden, noch nicht. Ich kann im Jahre, wenn ich Glück habe, 2020 nochmal vor die Kamera treten und über Star Wars philosophieren, weil wir dann Star Wars neu haben werden. Wir können dann über Star Wars philosophieren, weil Star Wars zu Ende ist, im Dezember 2019. Noch einmal, es gibt welche, die sind regelrecht im Star Wars Fieber. Die haben nichts anderes im Kopf wie Star Wars. Ja, die haben schon längst die Realität verlassen. So, die gibt es wirklich. Dann gibt es welche, so wie ich, die Star Wars Krieg der Sterne als Kompendium sehen. Komplett. Aber selber nur die Filme mögen. Nicht die Figuren oder so. Wenn das nicht eine Firma wäre, wir haben also nichts mit YouTube zu tun, außer dass wir vertraglich gebunden sind. Tube One ist da der Hauptgeber, da haben wir nichts mit zu tun, ich auch nicht. Und mit einer anderen Werbefirma haben wir auch nichts zu tun. Deswegen sieht das so aus, wie es hier aussieht. Ihr sollt es nämlich sehen, wie es ist. Ihr sollt die Wahrheit sehen und nicht in irgendeinen Rausch geraten. Ich muss dahin. Und innerlich ist er nachher total enttäuscht. Denn es ist sehr viel Geld, was ihr da opfert. Ihr opfert sehr viel Geld, um Disney reich zu machen. Gut, wenn ihr Fans seid, wenn euch das Spaß macht, ist okay. So, meiner einer rennt jetzt hier als 3PO rum. Ja? Mensch, kontakt da hier und macht solche Videoclips.
auch Spaß und Freude und hofft, dass da auch welche sind, die Spaß und Freude haben und hofft auch, dass es da welche gibt, die das verstehen, worum es überhaupt in solchen Videoclips geht. Man kann halt Videos mögen, man kann das Thema mögen und in diesem Thema kann man mal hineinhauchen, mal hineintauchen und dann sehen, hinausholen, was ist denn das? Und wenn man sich das genau anschaut, ja, wenn man sich die Figur anschaut, 3DIPO, wo dann drunter steht bei Vanity Fair, dass er vielleicht gar nicht mehr wiederkommt oder verschrottet, keine Ahnung, oder verkauft, weiß man nicht. Ja? Wenn man genau hinschaut, Lando Calrissian kommt ja auch nicht mehr wieder. Die müssen alle nicht sterben, ja? Die müssen alle nicht sterben, aber sie verschwinden. Hm? Denn irgendwie muss das ja zu Ende gehen. So, ob man jetzt Luke Skywalker richtig versterben lässt, entscheidet J.J. Abrams die Regie und die Dramaturgie. Ob ein Mythos daraus wird, entscheidet auch die Regie, die Dramaturgie. So, und man handelt ja schon, wer übrig bleibt. Ob der Poe zu 90% übrig bleibt, ob der Finn zu 50-50 übrig bleibt, ob Rey zu 100% übrig bleibt, ob Kylo Ren zu 5% übrig bleibt, zu 5% übrig bleibt. So wie sein Vorgänger, Darth Vader, sein Onkel, ja. Und so weiter und so fort. Also, man weiß es nicht. Ihr habt selbst gesehen, wie alt alle sind. Sind alle Ü70, Ü60. Ja, sind alle Ü60, Ü70, einer sogar Ü80. So, und einige sind schon verstorben, real verstorben. So, willkommen halt bei Krieg der Sterne. Willkommen bei Projekt Star Wars A bis Z für die Oldies und für die total Normalen. Die das ganz normal sehen, die ganz normal in ein Kino gehen, um sich unterhalten zu lassen, die nicht diskutieren. Natürlich wünsche ich mir eine Diskussion darüber, wie hat euch überhaupt Star Wars gefallen und warum gefällt euch Star Wars und warum seid ihr so vernagelt in Star Wars und warum muss dieses Schwert 3.000 Euro kosten, die einige anbieten. Einige bieten ja für 3.000 Euro sowas an. Die sprechen sogar, ja, mit eurem Namen oder ich bin Kenobi. So, in Hollywood werdet ihr kein einziges Schwert bekommen, das spricht, es zischt, es macht Lärm. So, und ihr könnt die selber zusammenbauen in Galaxy Edge in Florida. So, juhu, juhu, Orlando. Puh. Ja? So, ihr könnt spielen, diskutieren. Es war nett mit euch, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, vor allem die total Vernagelten, die auf alles achten, wirklich auf alles, auf jeden Buchstaben, die halt nur vor YouTube sitzen, um darunter richtig schmutzige Sätze zu schreiben. Das gehört nochmal dazu alles, weil wir sind ja Cis und Cis sind halt böse, ne? Das muss halt sein. Die Fraktion Sith hat halt unheimlich viel drunter geschrieben, hat sich so richtig echauffiert, ja, man konnte die richtig zum Kochen bringen, ja, es war richtig fantastisch, hat richtig viel Spaß gemacht, die Sith Lords da auf die Reihe zu bringen, ja. So, es kann ja immer nur zwei geben, ihr seht, ich muss auch alleine kämpfen hier, ich bin auch so ein wie kein Jedi, bin gar nichts, bin nur ein Moderator, der sich halt dieses ausgedacht hat. Krieg der Sterne, ich habe mir das wirklich so dermaßen jetzt angesehen, ja, auch auf der Convention und auf der Celebration habe ich mir das Ganze angesehen. Gut, die Sachen sind super, ich würde sie gerne euch auch anbieten, wenn es möglich ist, aber im Moment seid ihr ja gezwungen, dahin zu fliegen, dahin, ja, zu gehen und dort richtig viel Geld. Also ich gratuliere jeden, der richtig Geld ausgeben kann, ja, 1.000, 2.000, 3.000 Euro oder bis zu 6.000 Euro, damit er die richtigen Sachen bekommt. So, die meisten Amerikaner haben ja dann dieses Edge-Schwert gezeigt, wie das zusammengebaut wurde, diese super Röhre, das sind ja richtig gute. Ich meine, mit dem Teil kann man ja auch so richtig hauen, also man kann richtig zuschlagen, also geht schon. Wie schnell es dann kaputt ist, weiß ich noch nicht. Ne, bei dieser Geschwindigkeit da auf irgendwas treffen, ich weiß nicht. Jedenfalls diese, die da vorgestellt wurden, ab 129 $, die man da, wie gesagt, selber zusammen, die Droiden, die ihr selber zusammenbauen könnt da, an so einem Fließband, baut ihr eure eigenen
Druiden, wenn ich mir das Material so ansehe, ist der Flug mir nicht wert. Also ich bin nicht negativ, aber ich werde da nicht hinfliegen. Ich werde mir eure Videos anschauen, die ihr dann mitbringt, wenn ihr vor Ort seid. Deutsche habe ich oder Europäer habe ich da noch nicht gesehen. Ich habe nur Lateinamerika gesehen, die dort waren. Sogar Mexiko war dort, Fernsehen haben gezeigt im Edge. So, nächstes Jahr ist ja dann das nächste offen, dann wieder das nächste offen, wo man dann hin kann. So, Anaheim ist im Jahre 2020 auch eine Art Convention und eine Celebration 2020. Auf der Convention kann man ja die Sachen wieder sehen, ganz bestimmt. Wenn Disney es sogar macht, sind sie da sogar in diesem Resort, was ich wohl nicht annehmen werde. Die werden ja wieder wie immer in Anaheim, gibt es ja auch ein Theater oder ein Gebäude, wo die da ihre Celebration und Convention abhandeln werden. Also, macht's gut, viel Spaß mit Krieg der Sterne, Star Wars, es war nett mit euch. Ich habe leider im Moment überhaupt kein Interesse, Videos zu machen. Und ob ich jemals nochmal welche machen werde, weiß ich auch nicht. Denn jetzt ist erstmal die große, lange Sommerpause. Und in der großen, langen Sommerpause muss man jetzt nicht... Ihr könnt googeln, geht bei Google, schaut es euch an, nehmt es in euch auf und denkt darüber nach, wie stark ihr euch bei Krieg der Sterne, Star Wars involvieren wollt. Muss so ein Schwert, so ein Saber, muss er 3000 Euro kosten, muss ja oder nein, muss er sprechen, ja, muss die Kluft, muss das alles sein, oder kann man halt total vernünftig über eine Sache sprechen, die jemand anderem gehört, der damit Geld verdienen möchte. Die Firma Disney möchte Geld verdienen und ihr seid halt bereit, denen das Geld zu geben. So sieht es aus. So, meiner einer sieht nicht mehr ein, irgendwelche Gelder zu geben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in den 42 Jahren. Aber irgendwann muss man ja auch sagen, okay, ist zu Ende. Es geht nicht mehr. Man kann es jetzt einfach genießen, ohne sich zu outen. Somit hat man nämlich auch keinen Ärger. Ne? So, man hat keinen Ärger mehr. Man kann sich zurückziehen. Man kann es genießen. Man kann so tun, als ob man damit gar nichts zu tun hat oder jemals zu tun hatte. Somit ist man raus, ne, und stellt sich hin und sagt, okay, schön, sieht gut aus. Und das war's. Also, das war der Versuch einer deutschen Star Wars Krieg der Sterne Geschichte als Projekt A bis Z, als Projekt für die Unis auf den Weg gebracht zu haben bei YouTube. Und meiner einer, euer 3DryPO, hat es bestmöglich versucht. Und er hat verdammt gut gefunden, euch mal auf irgendeine Art kennengelernt zu haben, besonders die Sith Generation da, die nur Böses am Schreiben war, die nur am Angreifen war, die nur die super Nörgler, die super Bösen, ach, war herrlich, war richtig herrlich. Ja, es gibt viele unter euch, die Neider sind, es gibt viele unter euch, die halt einem nur das Schlechte wünschen, und es gibt welche darunter, die nur die Vernichtung sehen, wie vernichtet man das Ganze. Und darum ziehe ich mich jetzt zurück und denke mir was Neues aus. Oder ich ziehe mich so dermaßen zurück, dass ich mir alles ansehe, das Böse und das Gute, ohne dass einer weiß, dass ich einfach nur zuschaue. So sieht's aus.